Hey Leute, heute zeige ich euch von Babyliss den Secret Curl. Wie versprochen, dieses Gerät hier, wer es nicht kennt, das ist ein Lockenstab von Babyliss. Der macht wirklich blitzschnell super schöne Locken und ich zeige euch heute einfach mal, wie der funktioniert. Zunächst müsst ihr nichts weiter tun, als euch eine Strähne hier abtrennen. Und zwar nehmen wir einfach mal die erste hier vorne. Ihr nehmt das Gerät mit der Beschreibung in eure Richtung. Haltet es so an die Haare und drückt einfach oben drauf. Der zieht dann automatisch die Haare ein und es piepst dann 1, 2, 3 Mal. Dann ist die Locke fertig. Dann habt ihr hier so eine wunderschöne, schillernde Locke. Das macht ihr dann einfach mit allen weiteren Strähnen auch noch. Ihr holt die Strähne, setzt das Gerät hier an. Macht die Strähne rein und lasst es einfach einsaugen und wartet, bis es 3 Mal gepiepst hat. Ihr müsst schauen, dass die Haare vorher immer gut durchgekämmt sind, denn ansonsten verheddert sich das Gerät und die Haare bleiben einfach darin stecken. Das wollen wir ja nicht, deswegen immer schön gut gekämmt in das Gerät reinziehen. Und schon habt ihr die nächste Locke. Eine Seite hätten wir schon, das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Und dann könnt ihr gleich das Ergebnis sehen. Geht das wirklich super, super einfach, euch diese Locken zu zaubern. Das dauert wenige Minuten und ihr habt wunderschöne Locken. Die gefallen mir wirklich immer sehr, sehr gut. Mir gefällt der Lockenstab wirklich gut. Es dauert nicht lange, ihr müsst nicht viel dafür tun und einfach dieses Gerät dran halten. Ihr müsst ein paar Regeln beachten, die Haare müssen durchgekämmt sein, ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht zu viele da rein macht. Die Strähne darf also nicht zu dick sein, sonst verheddert sich das. Dann piepst der zwar und hört auf, aber trotzdem ist es halt blöd, weil man möchte ja schnell fertig werden. Und ihr müsst halt gucken, wie ihr die Locken haben wollt. Ihr könnt an dem Gerät vorne noch einstellen. Hier vorne ist die Anzeige für an und aus und hier drüber ist noch eine Anzeige für die Stärke der Locken. Da gibt es 18 und 12, also größere Locken, kleinere Locken und so weiter. Und dann könnt ihr das einfach so machen und durchführen. Ihr müsst diese Beschreibung, wie ich euch gesagt habe, immer zu euch halten. Dieses offene Teil hier also zu euch, weil auf der anderen Seite ist er zu. Und das sind so die einzigen Sachen, die ihr beachten müsst. Und das hat man so schnell raus. Und man kriegt wirklich ein so tolles Ergebnis. Das war's schon wieder mit meinem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!